Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MJ Day Reviews. Erstmal wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr 2017. Es ist ja schon jetzt etwas länger her, dass ein Video kam. Und ich finde es sehr schade, dass ungefähr jedes Video, was ich mache, mit diesem Satz beginnt, weil ich so selten Videos mache momentan. Tut mir leid. Aber jetzt war es doch mal wieder an der Zeit. Und für heute habe ich mir etwas Kleines, aber Feines ausgesucht. Und zwar die Musikkassette mit den Songs Scream und Childhood. Es ist also eine Single als Musikkassette erschienen. Und zwar im Jahre 1995. Auf der Kassette sind tatsächlich auch nur die beiden Songs drauf. Auf Seite A haben wir Scream, auf Seite B haben wir Childhood. Welcher Song übrigens dann auch im Film Free Willy 2 der Soundtrack gewesen ist. Über den Film kann ich euch jetzt nicht so viel sagen, weil ich ihn nie gesehen habe und eigentlich jetzt auch nicht vorhab, ihn zu gucken. Deswegen kann ich euch nicht so viel dazu sagen. Die ganze Kassette ist auch in so einer Papphülle. Ich weiß, das war wohl sehr üblich, aber ich habe tatsächlich nur 2 oder 3 Kassetten, die so eine Papphülle haben und kenne das eigentlich nur so mit normalem Cover drin und so. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, die ganze Kassette sieht eigentlich nicht großartig anders aus als die CD-Version. Erschienen ist das Ganze natürlich bei Sony Music und MJJ Productions. Und ich frage mich, also ich finde es etwas schade, dass nur die beiden Songs drauf sind, denn auf einer Kassette hat man ja, glaube ich, eine halbe Stunde Spielzeit auf jeder Seite. Ja, ist dann doch relativ schade. Da hätte man doch jetzt auch noch irgendwie anderes Zeug drauf tun können, irgendwie Remix-Kram und so. Ich meine, auf den CD-Singles war ja auch immer mehr drauf, als man erwartet hat. Ja, das halte ich auf jeden Fall ein bisschen für Platzverschwendung, aber ist ja auch nicht so schlimm. Man kann übrigens sagen, dass das hauptsächlich die Single von Scream ist. Deswegen sieht man auf dem Frontcover natürlich auch die Silhouetten von Michael und Janet Jackson, seiner kleinen Schwester. Ich denke, das wissen alle, dass Janet Jackson natürlich in diesem Song mitgesungen hat und auch in dem Video zu sehen war mit Michael zusammen. Dieses Video war, glaube ich, übrigens, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war auf jeden Fall damals das teuerste Musikvideo aller Zeiten oder das aufwendigste. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war das zu der Zeit damals so teuer, auch wenn das heute nicht so spektakulär aussieht. Die haben da tatsächlich teilweise so ein Spaceship von innen so ein bisschen nachgebaut und so weiter. Natürlich ist vieles wahrscheinlich auch mit Greenscreen und so weiter oder Bluescreen gemacht, aber so zum Großteil haben die da echt viele Sachen nachgebaut und das war einfach sehr aufwendig damals, auch wenn das im Vergleich zu manch anderen Videos gar nicht mehr so spektakulär aussieht. Beide Songs dieser Single wurden eigentlich nie richtig live performt. Michael hat Scream natürlich als Opening bei der History Tour immer wieder gespielt, allerdings einfach Vollplayback und ja, natürlich sehr gekürzt, weil das Ganze doch eher dann ein Medley aus Scream, They Don't Care About Us und In The Closet war. Und deswegen hat man nie eine ganze Live-Version von Scream gehört. Außerdem die Teile, die Janet Jackson in der Studio-Version von Scream gesungen hat, wurden dann live durch Michaels Stimme ersetzt. Also Michael wird vermutlich auch die Sachen schon vor der Tour aufgenommen haben. Denn es war ja vielleicht nicht unbedingt von vornherein geplant, dass Janet Jackson mit ihm zusammen das singt. Und von daher wurden dann da Michaels Vocals eingefügt. Leider gibt es bis heute keine Studio-Fassung, in der nur Michael singt, was sehr schade ist. Weil das wäre zum Beispiel noch was gewesen, was man da auch hätte drauf tun können. Der Song Childhood wurde leider nie komplett live gesungen. Er wurde auch niemals Playback performt. Es war jedoch geplant, dass der Song bei der One Night Only Show von HBO performt werden sollte, aber Michael ist ja vorher zusammengeklappt und deswegen wurde das ja nicht gemacht und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. So, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich die Kassette habe. Auf jeden Fall sind die Teile einfach heute nicht mehr so teuer und da kann man, glaube ich, auch mit 10 Euro oder so rechnen, aber ich glaube, mehr wird es auch nicht. Da müsst ihr einfach mal gucken, aber ich glaube, da auch von dieser Kassette gibt es wieder 3 verschiedene Versionen oder mehr, wahrscheinlich mehr. Könnt ihr ja mal nachgucken. Ich würde das Video jetzt beenden und wünsche euch dann noch viel Spaß und ein frohes neues Jahr. Es wäre cool, wenn ihr mal ein paar Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr irgendwelche Wünsche. Das würde auch, glaube ich, uns mehr motivieren, mehr Videos zu machen, denn von selber habe ich gar nicht mehr so die Ideen, zu was ich ein Video machen könnte. Deswegen, wenn ihr irgendwas habt, dann sagt doch mal Bescheid. Dann vielleicht hat das einer von uns zu Hause und dann können wir dazu ein Video machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.